schon mal die hier machen. Dann müssen wir eigentlich nur irgendwie hier abgreifen nochmal und drei teilen. Und dann irgendwo hier in den Strang könnte ich dann einfach nochmal so ein Dreier setzen. Hallo zusammen, es geht hier weiter bei Shapes 2 und ich bin gerade überlegen, was ich das letzte Mal gemacht habe und warum hier dieses lange Weltraumrohr ist, wo ich gar nichts rot zu färben habe, meine ich hier. Habe ich das löschen wollen und habe es nicht beendet? Ich weiß es nicht. Ja, genau, schreibt mir gerne in die Kommentare und wenn es euch übrigens gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video von mir. Ich versuche euch nämlich am Tag möglichst ein Video zur Verfügung zu stellen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne auf Twitch vorbeischauen, da könnt ihr mich auch live spielen sehen oder mit mir auf Discord streamen. Chattern war's. Genau. So, ja, ich habe hier aber auch so ein Sammelding extra gebaut. Das ist schon merkwürdig. So, wie gesagt, seit ich das letzte Mal gespielt habe, ihr werdet das nicht merken, ist schon so ein paar Tage vergangen. Das heißt, ich habe das jetzt hier einfach mal gelöscht. Und schau mal, was denn jetzt eigentlich noch fehlt. Und ich sehe jetzt gerade, ja, hier ist es das hier fertig geworden. Ah, ich glaube, ich weiß, warum ich das getan habe. Das ist natürlich doof, Iridas. Das alles zu löschen. Freischalten. Ich habe das hier schon vorbereitet. Jetzt kommt es ja wieder. Kann ich genügend Ctrl-Z machen? Ja, genau. Genau, weil ich wollte jetzt nämlich die Dinger hier nehmen, die hier einfach und sie direkt einfärben in Rot. Dann sollte ich echt entspannt das hier machen können. Genau. Dann lasst mal kurz bei den Aufgaben sehen. Habe ich wirklich schon, ich habe schon sehr viel abgeschlossen. 1, 2, 3, Nummer 19, Nummer 20 ist noch offen. Und das hier ist noch offen. Also tatsächlich sind wir fast so weit, dass ich mal den nächsten Meilenstein in Angriff nehmen kann. Jetzt brauche ich noch was zum Färben. Wie mache ich das denn am klügsten? Habe ich eigentlich auch genügend? Genau, doch, hier habe ich drei Stück, die auf drei Ebenen ankommen. Sehr gut. Also da kommen wirklich die nötigen Mengen an. Brauche ich nur noch irgendeine Färbeplattform. Da könnte ich auch die hier wieder nehmen, meine ich. So. Ich sollte meistens Blaupausen machen. Bisher kann ich die Blaupausen euch hier noch nicht zur Verfügung stellen. So, es drehen. Und spiegeln muss ich, glaube ich, auch noch, oder? Ja, hier kommen jetzt ja die Farben rein. Ja. Gut. Nee, aber dann kann ich das hier tatsächlich wahrscheinlich schön sauber einbauen. Mal ein bisschen Platz. Ich hätte gesagt, wahrscheinlich muss ich es einfach hier ein bisschen rüberziehen. Wenn ihr eine gute Lösung habt, wie man das besser machen kann, dann schreibt sie mir gerne. Ich habe noch nicht so das ultimative Rezept dafür gefunden. So, Weltraumfließband. So. Jetzt kommen hier die Teile oben rein. Dann brauche ich hier nochmal etwas, was die hier aufteilt. Vielleicht mache ich das besser hier an der Stelle. Genau. So. Jetzt kommen die Rohre hier natürlich wieder sauber drauf.
Ist auch sowas, das wahrscheinlich sehr viel Sinn macht, das mal zu standardisieren. Aber kam da ein Patch? Das sieht mir irgendwie neu aus, diese Information. Also wenn ich jetzt hier das Rohr habe, dann sehe ich jetzt, wenn drauf geht, sehe ich jetzt, was auf welche Ebene kommt. So. Jetzt wird er natürlich umsetzen. Ich glaube, es kam ein Patch mit ein paar kleinen Quality of Life Verbesserungen raus. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. So, und hier sind wir dabei dem Punkt. Es wäre schön, man könnte da auch ein bisschen tiefer schauen. Ja. Haben wir es gleich. Ich sollte das wirklich mal bei Gelegenheit. Diese Verteilerplattform, das wäre eine gute Methode, was man mal ein bisschen so standardisieren könnte. Kommen die roten eigentlich irgendwann mal auch an hier? Ja, kommen sie, gut. So, weil jetzt kann ich einfach direkt mal ein Weltraumrohr hier rüberführen. Mal kurz checken, ob sie auf der richtigen Ebene abgegriffen wird. Da muss ich mich immer drauf achten. Ja, wird das. Sehr gut. Damit sollte das tatsächlich dann gleich funktionieren. Dann kann ich das hier auch, glaube ich, wieder hier reinführen. Ich glaube, ich habe auch eine Idee, wie... So, hier kommt das nächste Weltraumrohr. Hier runter. Dann können wir hier gleich die nächste Plattform hinbauen. So. Und hier, eins versetzt, bauen wir dann direkt die nächste. So. C, zack. Ja. So. Und jetzt sollten wir eigentlich auch die nächsten Teile produzieren. Was braucht man denn da eigentlich auch als nächstes? Da brauchen wir noch ein weißes oben drauf. Und nochmal ein rotes. Das heißt, eigentlich könnte man hier schon mal die hier machen. Dann müssen wir eigentlich nur irgendwie hier abgreifen nochmal und drei teilen. Und dann irgendwo hier in den Strang könnte ich dann einfach nochmal so ein Dreier-Set machen. Also hier nochmal aufteilen in drei Teile, auf drei Plattformen leiten, da entsprechend die Dinger zuleiten. Ja. Ich glaube, das macht tatsächlich relativ viel Sinn, das so zu machen. Das könnte ich auch schon mal vorbereiten. Die Stränge hierfür. Ja, das machen wir aber mal nicht am offenen Herzen. Dann könnte ich das vielleicht auch gleich mal mehr speichern, oder? So. 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 Genau, das ist doch... Das speichere ich und das machen wir erstmal ein bisschen so, während das vorangeht und wir das hier machen. Nein, das wollte ich nicht, geh weg. Tun wir hier auch mal gleich eine Blaupause draus machen, oder? Hier muss ich runter. Dann muss ich das nicht immer neu machen.
So. Das wünsche ich mir auch immer hier mal noch ein bisschen was Schöneres für die hier, für das aus dem dritten Stock. So. Genau, das ist jetzt eine Plattform aufteilen 3 zu 1. Das machen wir jetzt hier mal. Kurz Bauplanverzeichnis, dann tun wir hier nochmal einen Ordner anlegen. Das war falsch. Das hat mir nur einen Ordner angezeigt, der das hat. Ich möchte einen neuen Ordner erstellen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber das ist bei mir gerade Explorer aufgegangen. Das hier ist dann, machen wir hier mal 03 draus. Plattformen unterstrich Logistik. Logistik. So schreibt man es. Speichern. Bisschen nehmen Plattform unterstrich Produktion. Und es hat so 04. Immer schön ordentlich. Das hat es da nicht sortiert, interessant. Aktualisieren, jetzt stimmt es wieder. Gut. Dann markieren wir die Plattform hier. Speichern. Das wird bei Logistik gemacht. Und das hier ist jetzt Fließband. Unterstrich aufteilen, unterstrich 3 zu, nein, 1 zu 3. Genau. Speichern. Da gibt es dann auch noch ein zweites Variante, die haben wir auch gleich. So, das ist dann die, wo wir also 3 Eingänge zu einem Ausgang zusammenführen. So. Kurz was prüfen. Ja, das ist auch dann symmetrisch tatsächlich. So. Also mir war gerade noch ein Anliegen, dass auch Ebene 3 von der richtigen Seite kommt, wie sie aufgeteilt wird. Damit, wenn man das sich anschaut später, das auch symmetrisch aussieht. So. So, und dann nehmen wir die Plattform hier wieder. Plan speichern in Logistik und es war dann Fließband fusionieren 3 zu 1. Weil da können wir es ja noch 2 zu 1 und 1 zu 2. So, und jetzt können wir uns die nämlich im Zweifel einfach hier wieder rausholen. Dasselbe machen wir auch nochmal für Rohre bei Gelegenheit, aber gut. So, jetzt mache ich das hier mal ein bisschen hier drüben hin. Später kommt dann einfach das Fließband, dann nehme ich das von hier. Führe es hier hin. Hat man hier eins, das so fließt. Machen wir eins, das so fließt. Und hier machen wir eins, das so fließt. Und dann fließt es hier nämlich wieder zurück. Einführen können wir tatsächlich schon mal. Dann sollte das doch eigentlich auch genügend Platz sein. Und 3 Plattformen die Zuführungen zu machen. Dann macht man eine hier hin, das ist dann ganz einfach, eine andere hier hin, eine dritte hier hin. Dann kann man gleich
Das können wir eigentlich auch schon vorbereiten, oder? So, genau dann. Eine kommt. Oder wir können sogar eine hier hin machen, eine hier hin und eine hier hin. So. Und dann kommen. Ja, wobei wir haben doch schon zur Stapelplattform, oder? Das ist noch schon Stapelplattform, wo es von der Seite kommt. Die können wir nehmen. Muss man gar kein großes Theater machen. Ctrl-X. Nur drehen, spiegeln. Nur mal kurz checken. Die, die hier kommen, die sind unten. Das ist natürlich nicht richtig. Oder? Bin ich das gerade verwirrt? Ja, nee, das ist das ist der falsche Ansatz. Aber mir gefällt die Maschine tatsächlich sehr gut. Sie ist schön symmetrisch ist, die muss ich auch mal speichern. Ja, lass uns die mal auch schon mal speichern, Bauplan speichern. Guck mal, hier habe ich tatsächlich Aufteiler. Aber mir gefällt meine neue. Okay, das wäre dann. Stapler. Unterstrich. Eins. Oder warte mal. Ah, genau, das ist ja eine eigene Plattformproduktion. Guck mal, hier habe ich auch noch mal eine Staplerplattform. Und hier kommen sie alle von einem Fließband. Das wäre natürlich auch eine Idee, einfach hier eine höhere Ebene hinzufügen. Hier bin ich noch gar nicht gekommen, das ist gut. So, so und so. Ich muss noch daran denken, dass die hier alle auf Ebene 2 ankommen müssen. Aber dann kann ich hier wieder einen Aufteiler hinmachen. Also kann ich es auch wieder auf 3 machen. Dann müssen die halt alle auf Ebene 2 rauskommen, oder? Das ist eine gute Idee. Und das war es für diese Folge mit Shapeset 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne die anderen Videos rein oder schaut auf Twitch vorbei und abonniert mich dort. Dann könnt ihr mich auch live beim Spielen beobachten. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.